Herzlich willkommen zurück hier in der nächsten Folge 2205, immer noch in unserem Warnung. Hafen. Energie oh, Bedarf, ganz wenig Energie. Praktisch, nette Begrüßung. Sehr schöne Begrüßung. Wir hatten ein Projekt angeboten bekommen. Ja, das war das hier. Genug, das nehmen wir natürlich an. Fairwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Shen hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Shen von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde Ihrer Firma zustehen. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Wärst du nicht so arrogant, hättest du auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit. Aber ja, ich möchte die Energie bitte haben, nicht weglaufen. Was brauchen wir denn dafür? Sammeln Sie die Dammüberreste ein. Das kriegen wir doch noch hin. Schiff. Können wir mittlerweile beanspruchen? Ja, beanspruchen machen wir als erstes. Sie gehört Ihnen. Und dann fahren wir hier hin und sammeln die Dammfragmente ein. Dann können wir nämlich da drüben bauen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal, wie schon... Verdammt. Wie schon angedroht, darum kümmern. So, Schiff wieder auf Kurs geschickt. Hier hinten mal die Straßen alle dran zu machen. Oder nicht nur hier hinten, allgemein die Straßen überall wieder dran zu machen, die ich vorhin noch nicht bauen konnte. Weil wir halt kein Geld hatten für Straßen, was natürlich ziemlich schlecht ist. So, hier hinten fehlt auch noch einiges. Hier hatten wir ja nur so notdürftig, wenn wir das Geld hatten, Straßen dran geknüppert, damit es erstmal funktioniert. Ist egal, ob das räuchert wie Sau, ob der Diesel räuchert, ob der nicht sauber läuft. Hauptsache, erstmal läuft die Anlage überhaupt. Das war jetzt das Wichtigste. Nicht wirklich die schönste Metapher, aber egal. Die Straßen sind soweit alle dran, denke ich dann jetzt mal. Joa, sieht ganz gut aus. Oh ja, mir geht's gut. Wir haben gut. Zu wenig Biokost, das hätte ich mir auch denken können. Das heißt, auch hier müssen wir umbauen, dann reißen wir das mal alles weg. Und bauen die Dinger jetzt aus. Jetzt können wir, ja. Ausgebaut bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, wir bauen sowieso nachher um, aber erstmal werde ich jetzt hier Essen produzieren, damit wir unsere Arbeiter versorgt kriegen. Damit sind wir nur noch 3 Minus und damit springen wir ins Plus. Ja, sehr schön. Energiemangel, ja. Ist mir schon klar. Energiemangel könnte ich, glaube ich, schon vorbeugen, wenn ich eine von den Anlagen abreiße, aber das möchte ich jetzt gerade nicht, da ich ja eigentlich hier drüben anfangen möchte, ein bisschen zu bauen. Eigentlich will ich hier ja gar nicht großartig bauen, aber ich muss. Ich werde die Bevölkerung Stück für Stück wahrscheinlich verlagern können, aber erstmal muss ich hier bauen. Auf diesen Inseln. Eigentlich will ich ja in dem neuen Sektor dann bauen, in dem großen, und da dann die Millionenstadt hochziehen. Das war ja das eigentliche Projekt, das, was wir eigentlich hier vorhatten, aber jetzt im Moment habe ich leider keine andere Wahl, als hier anzufangen. Das heißt, ich stelle jetzt einfach mal so weit, wie ich es kann, hier schon mal alles in die Mitte. Den Bahnhof kann ich ja leider noch nicht bauen. Ich könnte natürlich jetzt auch mal ein Kraftwerk oder zwei hier hinstellen, sofern ich denn die 6000 Credits hätte. Na los, hopp, 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 hopp. Ich brauche Geld. Und ich brauche es schnell. Na gut, ob ich jetzt hier drüben Energie habe oder nicht, ist erstmal irrelevant. Ich kann hier schon mal anfangen, Straßen dran zu bauen. Die Breite müsste theoretisch passen. Da gucken wir mal. Nein, sie passt natürlich nicht. Das wäre ja auch viel zu einfach. So, das habe ich natürlich auch direkt falsch gebaut. Das bauen wir mal direkt nach da drüben. Ach. Hallo. Hallo, blödes Haus. Wo ist das Bewegetool? Ich habe keinen Bock da drauf. So, die Patschehand muss es wieder richten. Dann können wir nämlich jetzt hier direkt Häuser hinstellen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wie breit wir hier was bauen müssen, damit wir das hier reinkriegen. Da muss natürlich ein Bahnhof hin, irgendwo, über kurz oder lang. Damit. Deswegen, naja. Das hatte ich beim letzten Mal eigentlich relativ gut hingekriegt, fand ich. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wie ich es gemacht hatte. Ich habe es nicht mehr vor Augen. Das heißt, ich müsste einmal in die Aufnahmen gucken, um das rauszukriegen, wie genau ich gebaut hatte. Ich hasse das. So. Und Häuser. Ich baue jetzt hier erstmal einmal eine Rasterstadt. Ganz primitiv, aber wirkungsvoll, hoffe ich mal. Und vor allem mit genug Einwohnern.
Kundenanalysen zeigen, dass ich vielleicht drüben schon alles abreißen und dann nur noch Produktionen hinstellen kann. Das ist ja das Ziel gewesen, nur ich konnte nun mal nicht direkt hier rüberspringen. Aus mir selbst nicht so ganz erfindlichen Gründen, warum das nicht sofort ging. Wahrscheinlich, achso, wir brauchten Baubots, genau das war das Problem. Da passt soweit nichts mehr hin. Hier kommt über kurz oder lang noch ein Bahnhof rein, das ist klar, aber jetzt erstmal fehlendes Baumaterial. Bäh. Gut, dann bauen wir erst Straßen. Während das Baumaterial langsam an Bäumen wächst und wir schon mal Straßen. Indirekt wächst es, glaube ich, sogar wirklich an Bäumen oder eher an Büschen. Wir holen uns ja schließlich Bioharz. So. Dann die Straßen hier hoch, dann werden wir da oben gleich gucken, wie wir das machen. Erstmal ziehe ich die Straßen nur so bis da, damit erstmal alles soweit angeschlossen ist. Und unsere Firmenstufe ist gestiegen, die wird eigentlich theoretisch gleich wieder fallen. Ziehen jetzt mal durch hier die Straßen und dann gucken wir mal. Da in der Mitte werde ich ja dann noch ein paar Häuser über in der nächsten Zeit abreißen müssen. Klar, wenn wir hier weiterbauen, aber jetzt erstmal kann die Straße hier weg. Ja, scheiß drauf, einfach abreißen, können wir gleich reparieren. Dafür hätte ich gerne hier eine, die direkt da zum Infozentrum geht, damit das auch überall schön hinkommt. Können wir da Flicken setzen und da auch, Straße wieder schön und können dann hier zwischen nämlich Häuser bauen, wie sich das gehört. Das passt nicht ganz, da müssen wir mit kleinen Häusern arbeiten, aber der Rest geht ganz gut. Kein Baumaterial, natürlich nicht. Ich glaube, wir bauen das nochmal anders. Ich werde hier drüben nochmal die Häuser entfernen. Die sind da gerade leicht im Weg. Auch das muss weg. Und dann tauscht das hier mal einmal die Seiten. Oder es springt zumindest so bis etwa da. Das müsste passen. So und so. Ja. Das gleiche gilt fürs Infozentrum. Das springt nach da drüben. Dann ziehe ich das hier durch. Achtung, dann bauen wir nämlich Unterversorgung mit bestimmten wenig Wasser. Ja. Ach kommt, ihr werdet schon nicht verdursten. Und wenn doch, dann war ich nicht schuld. Hättet ihr halt mal früher einkaufen gehen müssen. Ihr wisst doch, wenn ihr kein Wasser mehr im Kühlschrank habt. So, dann hätte ich nämlich gerne hier noch ein Infozentrum und eine Polizei. Die Polizei noch da, das Infozentrum direkt da drunter. Dann sind die nämlich hier alle wieder abgedeckt und angeschlossen, denke ich mal. Ja, unser Energiemangel wird langsam kritisch. Ups, warum ist denn das hier so... Oh. Heute ist ein... Wir haben wieder zu wenig Baumaterial, um hier alles voll zu bauen. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber wir haben hier zumindest schon mal einiges an Einwohnern. Wir könnten jetzt natürlich ein gewisses Einwohnerproblem ganz einfach lösen, indem wir sagen... Ups, die sind weg. Es hat aber lange gedauert, bis sie sich aufgelöst haben. So. Die sind komplett weg. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen unser Energieproblem in den Griff kriegen. Das Ding müsste jetzt voll ausgebaut sein und erstmal genug Energie liefern. Tut es auch. Wasser haben wir auch nicht genug, das heißt, wir könnten hier hinten noch eben einmal ausbauen, damit sind wir auch erstmal wieder im Plus. Bilanztechnisch ist das jetzt natürlich gerade der Super-GAU. Ich hoffe mal, wir könnten hier hinten noch... Haben wir denn noch? Haben wir noch Ausbaumöglichkeit? Eigentlich nicht, ne? Ist natürlich schlecht. Ich nehme das hier mal weg. Ah, toll, jetzt habe ich die Straße abgerissen, die wir noch brauchen. So, dann können wir nämlich da hinten vielleicht unter Umständen das Ganze noch erweitern. Zumindest um ein Feld konnte ich das jetzt noch erweitern, das ist ja schon mal was. Und hier unten könnte ich dann vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Ist immer noch was über. Da passt es nicht hin. Okay, dann muss ich das jetzt erstmal so lassen. Ist hier eine Straße... Ach nee, hier brauche ich ja gar keine Straße hinmachen. Haha. Gut, dann könnte ich ja doch die Anlage dahin erweitern. So. Dann sollten wir jetzt bei 0 sein und dafür mehr Output haben. Das ist doch schon mal was. Denn wir müssen aus unseren Miesen raus. Und das zügig. Bevor es hier zu Problemen kommt. So. Dafür brauchen wir einfach ganz viele Einwohner. Und die müssen wir auch ziemlich zügig gleich aufsteigen lassen, alle.
nächste. Da haben wir schon wieder nicht genug. Okay, während das Zeug nachwächst, baue ich hier die Straßen aus. Das Gebiet ist zwar nicht für eine Millionenstadt geeignet, wo wir jetzt hier sind, aber definitiv für eine größere Stadt. Dafür müsste es definitiv reichen. So. Da haben wir die Straßen schon mal dran. Dann können wir hier gleich die Kästchen alle auffüllen. Damit rutschen wir schon ins Plus. Ja, wunderbar. Wir haben zu wenig Biokost, aber jetzt haben wir gleich da drüben reichlich Platz. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier aus, soweit wir können. Lassen auch aufsteigen, was gerade nicht geht. Es ist ein guter Tag. Klar, jetzt nicht. Hier drüben sind ja noch alle. Jetzt da sind. Das heißt, wir reißen jetzt einmal hier alles ab und ab und ab und ab. Das kann alles weg. Damit sind wir natürlich wieder kräftig ins Minus gesunken. Ich hoffe mal, dass uns das jetzt hier nicht übel genommen wird. So, und wir können... Ach, wir haben kein Baumaterial, das ist das Problem. Stehen zur Verfügung. Unser Baumaterial ist das Problem. Das heißt, wir müssen mal eben ganz schnell dafür sorgen, dass das Baumaterial kein Problem mehr ist. Na. So. Da geht's nicht, aber hier geht's schon. Zack, zack. Baumaterial muss rangeschafft werden, das ist wichtig. Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Gütern? Nach welchen denn? Also eigentlich sehe ich jetzt gerade keinen Mangel, also lasst mich schön in Ruhe, ich muss arbeiten. Damit sollten wir jetzt erstmal genug Baumaterial für die nächste Zeit haben, damit wir hier schnell aufsteigen lassen können, denn wir rutschen sonst gleich ziemlich schnell, ziemlich tief ins Minus. Und das Baumaterial ist im Moment, so wie es aussieht, mit das Einzige, was uns wirklich limitiert. Und die Baubots. Das heißt, wir müssen einmal hier drüben hin und müssen die Baubots ebenfalls ein wenig erweitern. Voll auf. Na. Und voll auf. Und hier hinten irgendwo steht die Baubot-Anlage. Die holen wir jetzt mal hier rüber irgendwo. Irgendwo hin, wo sie vernünftig arbeiten kann. Ich stelle sie mal ganz hier an den Rand. Und dann können wir hier nämlich direkt die Bänder ausbauen. 0-0. So, jetzt müssten wir mehr davon haben. Deutlich mehr. 30 nur noch. 30 jetzt in der Produktion. Das sollte schon ein bisschen helfen. Weil irgendwie möchte hier ja keiner mehr arbeiten und sein eigenes Haus bauen. Die wollen ja alle mit Robotern bauen. Viel zu einfach sonst. Drehen wir wieder die Kamera. Baumaterial haben wir, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Bilanzen. Oh, scheiße. Wir müssen unbedingt ins Plus, und zwar zügig. Unsere Einwohnerzahl müsste jetzt zwar eigentlich schon wieder relativ schnell steigen, aber das ist, glaube ich, immer noch nicht schnell genug. Wollen mich sehen? Fehlen nur noch Neuroimplantate, sonst geht's denen im Moment gut. Ja, ja, wir haben kein Geld, ich weiß. Finanzielle Lage langsam nervös. Alles gut. Der Umbau ist ein Risiko, das weiß ich. Ist mir klar, aber wir kriegen's hin. Zwei pro Haus, das heißt, wir bräuchten da 8 für. Komm. Wieder einen Block aufsteigen lassen. Ich habe mal wieder Plus gedrückt. Wir müssten ziemlich schnell ins Plus kommen eigentlich. Komm, 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 komm. Aufsteigen, schnell. Das sind wieder 5, 6, 7, 8. Komm, nächster Block. Ich lasse die hier so blockweise aufsteigen, wenn es geht. Damit springen wir relativ schnell wieder ins Plus. Das geht schon. Noch ein, komm. Zack. Leute ziehen relativ schnell ein. Wenn wir die Produktion dann gleich noch groß machen, genau, wenn wir die gleich noch verkleinern, dann geht es auch wieder ziemlich zügig bergauf, denke ich mal. Aber haben wir schon wieder genug. Das heißt, ich kann ja schon wieder 2 Blöcke hier aufsteigen lassen. Zack. Oh, das geht doch relativ schnell. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell wirklich geht. Gut, Sie haben sich etwas Zeit erkauft. Jetzt sollten Sie Ihre Bilanz in Ordnung bringen.
Ja, wir sind dabei. Wir putzen gerade die Bilanzen raus, also das geht schon. Gleich 500 im Plus. Ich sag doch, das geht gleich relativ schnell. Beim Neuroimplantate haben noch viel schneller. Jetzt brauche ich nur noch 4 hierfür. Dafür dann hier hinten 8. Oh, ich glaube, die wollen gar nicht aufsteigen. Jetzt sind wir erstmal am Limit, was das betrifft. Hier unten haben wir schon wieder eine Nachfrage nach einem Infozentrum. Ich könnte kotzen. Wofür baue ich hier überhaupt Anlagen hin? Das gibt's doch gar nicht. Okay, dann reduzieren wir jetzt hier die Biopolymeranlagen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die hatten wir ja nur im riesigen Überschuss gebaut, weil wir eben nicht genug hatten. Dann stellen wir hier unten in der Mitte, würde ich sagen, noch eine Polizei- und ein Infozentrum rein. Das sollte dann die Abdeckung allgemein oben halten. Passt es nicht hin, das ist natürlich blöd. Dann bauen wir das da so rein. So. Hä? Habe ich wieder kein Geld? Ja, ich hatte nicht genug Geld. Polizei und Infozentrum stehen da. Es wollen natürlich auch prompt wieder Leute aufsteigen, das ist klar. Sobald wir hier ein bisschen was bauen, geht das sofort ziemlich schnell. Das bauen wir jetzt einfach mal dahin, das ist mir jetzt egal. Da geht es auch schon wieder aufwärts mit der Firmenstufe, das ist doch schon mal was. Ausgebaut. So. Dann brauchen wir noch Straßen. Ach, deswegen kann man hier nicht wirklich bauen, weil hier die ganze Zeit irgendwelche Produktionsplätze noch sind. Gut, gut. Dann bauen wir da noch sowas hin. Da passt auch noch einer hinter. Das heißt, da muss eine Straße dran. Können wir da eine bauen? Ja, sieht gut aus. Dann können wir auch auf der Seite noch bauen. Nee, geht nicht. Und da hinten muss ich auf jeden Fall hin, das heißt, das Haus muss dran glauben, damit wir hier eine Straße hinkriegen. Weil hier ist eine Produktionsstätte und die muss angebunden sein, das ist wichtig, der Rest ist halb so wichtig. Da kommen wir dann nirgendwo mit einer Straße hin, das heißt, netter Versuch, da passt kein Haus. Da aber schon. So. Warnung. Dann. Unerfülltes Bedürfnis. Verjüngungskuren. Ja, tut mir ja fast leid. Kein Anti-Age für euch. Ihr seht genauso alt aus, wie ihr seid. Ich weiß, furchtbar, aber müsst ihr mit leben. Überall dran und alles aufsteigen lassen und weiter. Die hier oben sind schon soweit alle aufgestiegen, jetzt können wir die uns hier unten gönnen. Die im Moment gar nicht wollen, zumindest nicht alle. Mit Häusern zugepflastert. Und gut ist es. Da passt doch auch noch eins hin. Zwei sogar. Sehr schön. Da steht noch eine Anlage, die wir nicht abgerissen haben. Und tschüss, weg damit. So. Ups, da haben wir uns ein wenig, oder da habe ich mich ein wenig verbaut. Gut, dass es doch noch auffällt.
Ah. Passt doch. Ich versuche jetzt hier natürlich so viele Häuser erstmal hinzukriegen wie möglich. Da drüben müssten wir mal den Auftrag weitermachen. Den habe ich ja ganz vergessen schon. Einsammeln, los. Die Fragmente, die passen locker in das Schiff. Die sind doch nicht größer. Nehmen wir noch zwei auf. Locker. Ich meine, die Fragmente sind größer als das Schiff, aber wir packen davon noch zwei weitere in unser Lager. Das ist gar kein Problem. Verstanden. Fahr mal weg. Und jetzt geht das holen. Nochmal weg. Und jetzt geh das holen. Und jetzt bring's dahin. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Sie haben brauchbare Arbeit geleistet. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Der da wäre? Ach, Arbeitskräfte. Ich glaube, da haben wir ein paar. Das ist kein Problem. Das müssen wir jetzt fünf Minuten halten und dann ist alles schön. Wir können in der Zwischenzeit hier natürlich wieder Leute aufsteigen lassen und unsere Produktionen ausbauen. Hier unten ist kein Infozentrum, was natürlich wieder ganz klasse ist. Da fangen die Leute ja wieder überhaupt nicht an zu meckern. Die drei Leute hier unten brauchen dringend ein Infozentrum. Ich weiß, wie dringend. So dringend, dass ich jetzt den hier mache. Die, die hauptsächlich gemeckert haben, gibt es jetzt nicht mehr. Aber ich weiß, dass demnächst sowieso wieder welche meckern werden. Das heißt, ich stelle das jetzt einfach hier hin. Und dann ist gut. Da noch was dran passt, ist das schön, aber da wird nichts mehr hinpassen. Hätte mich auch irgendwie gewundert. So, dann haben wir da unten nämlich jetzt ein Infozentrum und die sind voll glücklich. Das heißt, wir können jetzt hier wieder einen ganzen Streifen aufsteigen lassen. Wir müssen hier noch irgendwo dann Bahnhöfe reinbauen. Ich weiß, da werden wir wieder einiges wegreißen müssen, aber die haben wir im Moment noch nicht, also ist mir das gerade egal. So. So viel dazu erstmal. Dann gucken wir mal, wie sieht es denn mit den Produktionen aus? Die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Wir brauchen jede Menge Vitamindrinks, wir brauchen Essen, wir brauchen Verjüngungskuren. Das heißt, wir haben absoluten Mangel an allem hier auf diesem zerpflückten Eiland. Ich springe dann mal einmal wieder in die Postkarte und sag: So, Abriss war, glaube ich, in dieser Folge der größte Teil und jetzt dann Mangel. Wir haben hier alles platt gemacht, was wir an Produktionen hatten, was wir hier an Häusern hatten und haben das da drüben wieder aufgebaut. Sieht man sogar im Hintergrund. Und genau da machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir machen hier die Straßen alle weg und bauen die Produktion hier möglichst effizient und groß aus. Wir brauchen nämlich jede Menge davon und das halt beim nächsten Mal erst. Ich bin hier erstmal wieder raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.